So, Drachenjäger Armbrust. Also der bietet jetzt unter anderem auch Armbrüste und einen 200er Stack Zeug an. So, die Drachenjäger Armbrust macht 180 Schaden, aber benötigt 150 Stärke. Also das ist für ein Stärke-Build gar nicht so verkehrt. Kann man natürlich alles machen, aber dafür würde dann, da würde dann flöten gehen Diebeskunst, also hier Taschendiebstahl und somit Hunderttausende von Erfahrungspunkten gefühltermaßen, ja, weil man bekommt jetzt, also wir bekommen jetzt bei einem gelungenen Taschendiebstahl 250 Erfahrungspunkte und das ist natürlich eine Menge, eine immense Menge. Ja, also das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen, was man da so an Erfahrungspunkten über das Spiel generiert. Und deswegen finde ich das halt immer als der gelungenste Weg, wenn man mal mit Geschicklichkeit durchspielt, ja. Also Stärke ist natürlich auch gar nicht so verkehrt und finde ich auch ziemlich interessant, jemanden da ordentlich auf die Fresse zu hauen. Aber ich muss sagen, Geschicklichkeit gefällt mir persönlich am besten. Und weil das ist halt immer meine Affinität zum Bogen hin. Ja, also ich fühle mich zu der Fernkampfwaffe Bogen immer sehr ja, hingezogen, muss ich echt so sagen, bei solchen Rollenspielen, weil ich halt immer so ein geschickter kleiner Typ bin. So, ja, so bilde ich mir ja das selber ein bisschen ein zu sein. Was? Mein Auftrag, wenn Sie. Ja, ist schon klar. So, also an die Tür kommen wir auch noch nicht ran. Das ist das Problem. Also jetzt nicht, weil da steht zu weit entfernt, sondern einfach nur, weil wir da noch nicht die Möglichkeit haben, ranzugehen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Alles ruhig? Oh, ich schon. Aber? Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, Mann. Garund hat schon wieder die Nahrungsrationen gekürzt. Wenn ich nicht bald was Anständiges zwischen die Zähne bekomme, dann beiße ich Garund in seinen fetten Arsch. Vielleicht kann ich dir etwas geben. Bist du verrückt? Doch nicht hier. Wenn das einer der anderen sieht, habe ich gleich eine Menge neuer Freunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Du findest mich im Magiertempel, wenn sich alle zurückgezogen haben. Im Tempel ist sowieso zurzeit kaum jemand. Komm hier aber bloß nicht mit einem trockenen Brot oder irgendeinem rohen Fleischdreck, klar? Okay, wenn sich alle zurückgezogen haben, ja, also. Brutus, was geht? Warum bist du nicht bei der Arbeit? Das ist ja ekelhaft! Hast du schon mal in meine Kammer geguckt? Diese dreckigen Fleischwanzen sind überall. Ich weiß ja nicht, wer da vorher drin gehaust hat, aber in den Dreckstall gehe ich sicher nicht mehr rein. Ich hasse die Biester und hör auf, so dämlich zu grinsen. Ja, ich finde Fleischwanzen auch ziemlich widerlich, ja, aber ernsthaft. So. Leider können wir uns kein Fleischwanzen-Ragout mehr machen, weil der Koch getötet wurde, der dieses Rezept perfektioniert hatte. Die Fleischwanzen sind weg. Du kannst wieder deine Folterwerkzeuge polieren oder was auch immer. Bist du auch ganz sicher, dass wirklich... Ich denke schon. Na gut, hier, nimm dieses Goldeis. Mir kommen gleich die... Ja, genau. Wären Spinnen gewesen, dann hätte ich da anders reagiert, aber bei Fleischwanzen, die kann man auch einfach mal umhauen. So, da haben wir noch zwei Drachenjäger, mit denen werden wir jetzt gleich nochmal ein bisschen rumschnacken. Jan, der War nichts eine kann. Riesenschnapsidee, hierher zu kommen. Ich dachte, hier gibt's was zu holen. Aber hier ist nichts außer ein paar eingebildeten Paladinen und Orks. So, es wäre einfach sein Geldbeutel zu stehlen. Also der Typ ist ja schon mal sehr von sich eingenommen. Und der hier, der ist erstmal wie ein Kamel. Na super, duper. Ja, wo kommst du her? Jetzt sag nicht aus Afrika. Wo kommst du her? Oh, tut mir leid. Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer. Der König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Ihr Paladine habt versagt, wenn du mich fragst. Wir haben versagt. Was ist denn? Ich bin erst seit kurzem wieder hier. Was machst du hier in der Burg? Ich habe von den Drachen gehört und wollte helfen, sie zu bekämpfen. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. So. Ich werde dein Schwert finden. Das wäre klasse. Am besten suchst du auf der hohen Klippe im Süden danach. Dort, wo die Orkzelte stehen, habe ich es vermutlich verloren.
Ja, okay. Weißt du noch mehr über den Krieg? Schon lange nicht mehr bei deinem König gewesen, was? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Ich glaube aber nicht daran. Nee, der König ist noch nicht tot. Erst wenn Lida ist. Wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Okay, nun gut. So. Jan. Du hast die Drachen vergessen. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich sagte mir was. Ich bin Schmied, kein Kämpfer. Ich stelle Waffen her. Das Kämpfen überlasse ich lieber anderen. Warum stehst du da nicht hinter dem Amboss? Die Paladine hier lassen mich nicht in die Schmiede. Ich darf hier nichts machen, sonst wandere ich direkt in den Kerker. Du gehörst doch auch zu dem Verein. Du könntest eigentlich mal ein gutes Wort für mich einlegen. Das ist doch alles nur Gerede. Okay. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wie willst du das denn erreichen? Eine Quest nach der anderen. Parsival hat befohlen, uns im Auge zu behalten. Niemand wird wagen, sich darüber hinwegzusetzen. Ich werde versuchen, was ich kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dich hört. So. Wo kommst du her? Ich habe mich ein paar Männer... Ihr Anführer hieß Silvio. Junge, war das ein Arsch. Er hat mich behandelt, als wäre ich sein Eigentum. Bist du auch so. Dein Arsch gehört ihm. Pfui Teufel noch eins. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Was ist in der Burg alles passiert? Nee. Okay. So, Parsival. Dann wissen wir auch gleich, mit wem wir hier mal schnacken müssen. Parsival. Ach, warte mal, der war ja da drinne. Luder, das Luder. So, okay, wir müssen einmal bis kurz vor die Nacht ratzen, so dass wir dann mit dem einen da sprechen können. Und wir müssen dann noch mal mit dem da oben. Da können wir auch noch mal gucken, was das für ein Typ hier ist. Ne, ist auch nur ein normaler Ritter. So, Parsival. Ich hoffe, mit dem haben wir es jetzt uns nicht komplett verscherzt, indem wir da gesagt haben, dass mit Lord Hagen, die sind hier und Lord Hagen nicht. Hey, ich muss mit dir über Jan reden. Jan? Wer ist das? Ein Drachenjäger. Er ist Schmied. Ah ja, ich erinnere mich. Was ist mit ihm? Er möchte in der Schmiede arbeiten. Kommt nicht in Frage. Er ist keiner von uns und ich traue ihm nicht. Kannst du das mit Jan nicht nochmal überdenken? Nein, mein Entschluss steht fest. Kannst du das... Nein! So, okay. Vielleicht gibt es einen Bezirzenzauber, wo wir dann einfach mal mit den Augen klimpern können, um ihn davon zu überzeugen, dass Jan dann doch ein guter Kerl ist. Mal gucken. Wäre natürlich super, wenn wir das Bild von Barbo da noch hätten, das von der nackten Frau, dann hätten wir das dem geben können. Das wäre wahrscheinlich ein Druckmittel gewesen, ja. So, ich sag jetzt einfach mal ein bisschen Mitternacht pennen. Bis Mitternacht schlafen. Raus aus meinem Bett! Halt dein Maul! Bloß weil ich das Kissen gesabbert hab, Parsival, ja, da wissen wir ja sofort, ja, wo er sein Bett hat. Da können wir auch ja einfach mal irgendwas reinschmeißen, so ein Pferdekopf oder irgendwas. Da freut er sich. Mit der kleinen Info von wegen, dass doch Dingsbums hier, ne? Da bist du ja. Also was ist jetzt? Hast Schmieder. Du was zu essen für mich? Schinken. Schinken können wir doch geben, wa? Ich kann dir diesen Schinken geben. Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Ich kann dir auch noch eine Wurst geben. Ein Stück Wurst? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Oder Käse? Wie wär's mit einem saftigen Stück Käse? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Alter, du bist ja hier wie so ein kleines Kind, ey. Ich denke, eine gute Suppe könnte dir schmecken. Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Puh, was ist denn noch? Hier Fleisch, komm. Ein Stück Fleisch? Ja, mehr. Noch mehr? Ein Stück Fleisch? Ja, mehr. Noch ein Schinken? Ich kann dir diesen Schinken geben. Ja, mehr. Ein Stück Fleisch? Ja, mehr.
Ich gebe dem jetzt einfach mal Fleisch, solange bis er seine Fresse hält. Das reicht, das reicht. Damit komme ich erstmal über die Runden. Hier hast du mein Gold. Hier draußen kann ich eh nichts dafür kaufen. Ich gehe dann besser. Ah, 450 Gold dafür, ja. Also das ist natürlich sehr geil. So. Hey. Die haben hier Scavenger und... Ja, okay. Der frisst aus unserer Tasche. Das ist unglaublich. So, aber wo die Schmiedeheinis sind, keine Ahnung, weil die hatten doch ja eigentlich auch so eine hausinternen Schmiedeheinis, die den Leuten eigentlich hier helfen sollten. Aber nun gut, keine Ahnung, wo die sind. Für Innos. Für Innos, ja genau, für den und niemand anderen. So. Okay, okay, okay. So, jetzt überlege ich noch eine Sache, eine ganz kleine Sache. Und zwar, was wir jetzt am besten machen. Jan und die Schmiede, Ferus Schwert, Dieb Stahl. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt erst einmal in Richtung des Sumpflagers da. Des Sumpfdrachens, dass wir halt auch noch einen Drachen erstmal bezwingen und halt uns den Weg dahin erstmal freikämpfen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Fällt jetzt als. Wäre halt zumindest eine sehr solide Denkweise und ein sehr solider Plan. So. Ich lasse das einfach jetzt hier verrotten, das Zeug. Das ist mir irgendwie Wumpe. Wichtig ist mir bloß die Erfahrung. Da hinten liegt eine Leiche, wa? Steht da eine Leiche oder was ist das da? Hey, Ork. Ja, da ist eine Ork mit einer Leiche. So. Okay, wenn ich unmittelbar an denen vorbeilaufe, dann nehme ich die gerne an. Okay, ey, das war der Typ, der immer handeln konnte. Okay, da ist natürlich jetzt Mause tot. Naja, okay, da können wir nichts machen. Wenn es so ist, dann ist es nun mal so. Wiederbeleben können wir leider nicht. Wir sind keine Götter. Schade aber. Nun gut. Wäre natürlich geil, wenn es einen Zauber gäbe. Magie wiederbeleben. Dass du dann halt einfach einen Ork tötest, wiederbelebst, tötest, wiederbelebst, tötest, wiederbelebst. Bis du dann die gewünschte Erfahrung hast. Oh. Schwimmt ihr jetzt oder was macht ihr? Na bitte. Haben die immer 400 Erfahrungen gebracht? Ich dachte mal 450. So, eins, zwei. Eins, zwei. So. Jetzt haben wir da noch ein paar Waage. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. Komm. Eins und zwei. Na easy. Also, ich sag mal, der Bogen ist die geilste Waffe im gesamten Spiel, ja. Du brauchst nicht an die Gegner ranrennen, die rennen im besten Fall immer auf dich zu und du brauchst einfach nur zur richtigen Zeit den richtigen anvisieren und das ist halt alles nur eine Gewöhnungssache. Wenn du es drin hast, dann hast du es drin, dann bist du halt der Oberboss und das ist nun mal nur gegeben bei den Melters. Also natürlich hat man dann halt auch mal seine kleinen Bugphasen, wo man da halt selber sich ein Bein stellt, aber nun gut, das hat man nun mal immer.
gehört mit dazu. So. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Ob wir hier noch irgendwas finden? Ich bezweifle es. Oh ja, da haben wir auch einen Schattenläufer. Na bitte. Wo seid ihr bloß gewesen? Hättet ihr nicht in dem zweiten Kapitel auch da sein können? Nein, dann müssen wir da gegen so eine untoten Schattenläufer kämpfen. Ach ja. Schon geil. Schon geil. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr spielt. Aber ich finde, das ist echt mit die geilste Variante des Spielens. Mit dem Bogen. Einige könnten jetzt auch sagen, ja, du bist total cheaten und so. Ich habe in keinster Weise gescheatet. Ich habe nicht mal den Marvin-Mode genutzt, um irgendwo mal nachzuforschen, wo welche Steintafeln sind. Ja, also dementsprechend möchte ich mir diesen Schuh nicht anziehen lassen. Ich bin noch nicht Cinderella. So, gut. Also hier haben wir noch ein paar Eiwurzeln und so ein Kikifax braucht kein Mensch. Diese Orkelite nehme ich natürlich noch liebend gern mit. 1, 2, 3. Okay. Ja, okay, da ist auch noch eine Orkelite. Sind immer noch ein paar Erfahrungspunkte. 450 für 3 Pfeile. Oh, guck mal, die können sogar schwimmen. Der hat seinen Freischwimmer gemacht. Ich liebe Wasser, echt. Kannst du mir mal bitte sagen, ob du da selber wieder rauskommst oder ob ich dir helfen soll? Na bitte. Lassen wir es einfach dabei. So, hier nehmen wir noch die ganzen Krallen mit. Ja, also viele Leute sagen auch immer, das ist Verschwendung, hier die ganzen Zeug, diese Lernpunkte dafür zu verschwenden, diese ganzen Jagd-Trophäen zu sammeln, aber pff, ernsthaft, wir haben jetzt schon wieder 30 Lernpunkte übrig, wo ich nicht ganz genau weiß, in was wir die investieren wollen. Ich würde sie ja jetzt einfach, weil wir es können, in Geschicklichkeit investieren, was anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen, aber das auch nur, damit wir noch stärker mit dem Bogen wären und dass wir dann halt auch den Bogen auch tragen können, ohne ja, also so, dass wir den Bogen tragen können, auch wenn wir das Auge Innos tragen, ja. Das ist halt die Problematik, dass wir jetzt allein durch das Amulett der Macht 8 Geschicklichkeit dazu bekommen. Die stärksten Ringe haben wir leider schon. Der stärkste Ring bringt 5 Geschicklichkeit und den haben wir ja schon 2-mal. Und somit können wir nicht mehr auf die Ringe hoffen, dass wir 2 Zehner haben, sondern wir können bloß in Summe mit 10 rechnen und dann auch mit einem Amulett, was auch 10 bringt. So. Gut, dann kämpfen wir nämlich jetzt mal von der Seite uns hier ran. Denn wir wissen ja, da hinten ist ja dann das Sumpfgebiet, das wir unter anderem auch dann gleich wollen. So, 1, 2. Ja. So, warte mal, ich muss mal kurz auf Distanz kommen. Mal kurz am Kinn kratzen, ne? So. Gute Ork-Elite, bitte nimm's mir nicht übel, wenn ich dir jetzt in den Rücken schieße. Während du dein Schwert ziehst. So, da haben wir noch einen Warg. Ja, das war kein Quark. Hier haben wir noch eine schwere Ork-Axt. Super Sache. Schwere Kriegsdingens. Ich hoffe immer noch darauf, dass man hier bei den Monstern irgendwo, keine Ahnung, ein bisschen was an. Hoch. An Spruchrollen findet, die uns dann später im Endgame dann auch so richtig helfen könnten. Also wenn wir dann
auf die Insel. Oh, wie hieß die Insel? Reisen mit dem Schiff. Keine Ahnung. Wie zum Beispiel Untote vernichten. Das wäre halt noch so ein Zauber schlechthin. Hier haben wir noch eine Spruchrolle. So, also tot. Orkelite. Und hopp. Oh, da haben wir noch mal richtig in die Eier geschossen, ja. Der hat schon seine Hand hochgehoben, um zu blocken, ja. Aber wir waren dann so frei und haben ihm einfach mal in die Eier geschossen. Na super, so macht man das. So findet ihr das super. Und das wäre eigentlich auch ein leichtes, hier mit dieser Skillung als Drachenjäger zu fungieren, ja. Das Einzige, was ich unterscheiden würde, wäre die Tatsache, dass man eine andere Rüstung hätte, ja. Aber dass man dann trotzdem weiterhin Balls of Steel hätte, so, und hier durchgehen würde mit zwei Hits, ja. Ach man, das ist doch blöde, ja. Warum visiere ich denn auch den Warg an? So. Gut. Ist ja auch egal. So leicht eben. So leicht eben. Gottes Wege sind unergründlich. So möge uns Innos auf ewig den Licht, den Weg erhellen und unsere Taten, ja, beschatten. So, da hinten ist ein bisschen Feuer. Da ist noch ein Shaman. Da ist ein Ork-Krieger. Na bitte. Wir müssen ja immer noch auf dieses Schwert hoffen, ja, dass wir hier irgendwo ein Schwert auf dem Boden liegen sehen. Also das müssen wir auf jeden Fall dann mitnehmen. Aber der hat ja auch schon eine Idee gebracht, wo es sein könnte. Halt erstmal diesen Warg. Da kämpfen wir zumindest erstmal gegen die Waage. So. Das war jetzt echt blöde. Wieso auch immer die Elite davor rennen musste, es war vielleicht genau die Kampftechnik, die sie in ihrem Bootcamp mitbekommen hatten, ja, von wegen. Sollte einmal ein Schamane im großen Problem stecken, schmeißt euch schützend davor. Und das hat er natürlich gleich mal gemacht. Seine gelernten Moves des Harakiris. So. Easy. Also ich muss wirklich sagen, bei Gothic 3 eine Sache haben sie echt nur verbessert und das ist das Bogenschießen. Auch wenn es mir hier auch schon ziemlich gefällt. Ja. Wer hätte es gedacht, wa? Wer hätte es gedacht? Meldas, dir gefällt echt das Bogenschießen. Ich wäre niemals drauf gekommen. So. Und der braucht auch niemand sagen, Meldas, du spielst bloß mit dem Bogen, weil du nicht nahkämpfen kannst. Puh. Dass ich nahkämpfen kann, das möchte ich mal so behaupten, habe ich auch schon unter Beweis gestellt in den allerersten Folgen. Und wenn ihr das mir nicht glaubt, dann guckt euch Folge 1 bis 35 mindestens an und dann seht ihr, dass der Meltas Boards of Steel hat. Und natürlich selbst den schwarzen Troll, ja, mit Stufe, ich glaube 10 war es oder 12, bezwungen hatte im Nahkampf, möchte ich bloß mal so behaupten. Ja, also, das ist ja... Bloß mal anbringen, ja, anbringen möchte ich ja bloß mal diese Information, wo man natürlich jetzt auch sagen kann, ja, das ist ja keine große Sache. Wobei man ja auch sagen muss, der schwarze Troll ist keine große Sache, das ist das größte Vieh im gesamten Spiel, ja. Und das ist keine große Sache. Der ist so riesig, der wird sogar auf Karten eingezeichnet. Kartografiert wurde das Vieh, weil er so riesig ist.
Und Zahlen lügen natürlich auch nicht. Und man bekam für den satte 1000 Erfahrungspunkte. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viel man bekommt, wenn man dann hier so einen Drachen erledigt. So. Wir können ja zumindest die Drachen dazu zwingen, mit uns zu sprechen. So. Und jetzt, das muss ich jetzt auch nochmal machen hier. Einfach mal mit unserer gesamten Cleverness. Vargsjang. Varge. Oh, huch. Und natürlich hier auch Ork-Eliten. Okay, komm rüber. Ah, Snapper, Alter. Snapper, die waren schon im ersten Kapitel für uns im One-Shot. Ja, geil. So, aber ich glaube, das wird sich aber auch in die nächsten 12 Jahren nicht mehr ändern, dass ich von dem Bogen bzw. von dieser gerissenen Spielweise weggehe. Ja, also da muss dann schon irgendwo was Besonderes sein, damit ich irgendwelche anderen Klassen wähle, wie zum Beispiel bei MMORPGs. Da wiederum gehe ich gerne auf solche Klassen wie Krieger, die als Tanks fungieren, oder Paladine etc. Aber auch nur deswegen, weil ich mich dann nach meiner persönlichen Attitüde arrangiere, das kleinere Übel zu nehmen. Ja. Und zwar geht es nämlich immer darum, man muss sich ja immer bei solchen MMORPGs irgendwie als Damage-Dealer beweisen, ja, dass man halt so super ist, damit man in die Gruppe reinkommt. So. Aber das Geile ist, wenn du dann da irgendwo ein Paladin bist oder sonst ein Eimer, ja, dann kannst du sagen, ey, ich bin der Tank und ich entscheide, wen ich mitnehme. Und dann kannst du natürlich viel, viel schneller in irgendwelche Instanzen reinkommen als irgendein gammliger Damage-Dealer. Und deswegen entscheide ich mich da immer dann eher für irgendeine Heiler-Klasse oder für eine Paladin-Klasse oder so eine Tank-Klasse, ja. Auch wenn mir das nicht wirklich Spaß macht. Obwohl, doch, dann da macht es mir dann auch wiederum Spaß. Aber hier bei solchen Spielen, wo ich die Möglichkeit habe, mit meiner gesamten Gerissenheit und meiner gesamten Schlauigkeit hier irgendwelche Gegner platt zu machen, dann mache ich das doch. Warte mal, da müsste gleich einer aus dem Lager da kommen. Ja, genau, da ist er. So, okay, die hätten wir alle. Nichts zu plündern wollen. Also ich glaube, wir haben unsere Sporen reglich verdient hier mit deren ganzen Aktionen hier, die ganzen Orks zu killen. Ja. So. Feroz Schwert. Also das hätte ja auch mal eher hier rumliegen können, ja. Dann hätten wir uns den Doppelweg sparen können. Nein. So, ist doch schon in Ordnung gewesen. So, liegt da was Neues? Nö, hier liegt nichts Neues. So, sind hier unten wieder neue Orks und Warkunde? Ja, natürlich. Ah ja. Vorteilhaft ist, dass der dann immer auf den nächsten springt. Und wie viele Pfeile werden wir brauchen? Keine Ahnung. Wenn es gut kommt, 8. 2. 5. 6. 7. 8, 9. Okay, 9 Pfeile haben wir gebraucht. Und haben erstmal satte 350 mal 4 Erfahrungspunkte dafür bekommen für diese 9 Pfeile. Super duper. Geil. Ich bin schon gespannt, wie ich dann so einen Drachen mit einem Bogen bezwingen möchte. Aber hey, das Ding heißt nicht ohne Grund Drachenjägerbogen. Oder Drachentöterbogen oder so ähnlich. Oh oh. Das waren ja noch welche. Hätte man mir ja auch mal sagen können. Metas, achte doch mal da drauf. So, den habe ich auch noch mal ins Gesicht geschossen. Leider, ja, es tut mir leid. Aber es gehört nun mal dazu. Oh oh. Haha, ausgewichen. So.
Boah, das war aber hier ja scharf, wa? Knapp daneben ist auch vorbei. Tralali, tralalu. Du kannst mich mal am Arsch lecken, du kleines Schwein. Tralalilalu. Ich guck dir unter den Lendenschurz und krieg das leichte Speien, ja. Weil du dich nicht gewaschen hast. Lalala, lalala. So. Gut. Wir kämpfen uns erstmal hier nochmal gleich mal noch ein bisschen so rum. Also ich habe mir jetzt so gesagt, ich gehe jetzt hier nochmal den Weg da nach rechts. Oder wir können natürlich auch den Weg da nach oben gehen. Zu der Spitze, wo wir den Feuerdrachen gesehen hatten. Mach mal den Feuerdrachen erstmal, ja. Oh, warte mal, da ist noch ein Warg. Oh, da oben.